Willkommen, wir reden gerade über Singapur. Dass ich eine eidesstattliche Erklärung machen, dass ich halt wirklich mit dem Taxi gefahren bin. Er musste so den Taxifahrer per E-Mail anschreiben. Nee, nee, hat eine eidesstattliche Erklärung gemacht. Ja, 8 unsere Euro. Sekretärin hat mir dann, noch, hat dann immer von einer eidesstattlichen Versicherung geredet. Ich habe gesagt, nein, ich will keine Versicherung. Sie sind mir nicht vertrauenswürdig, oder wie? Möchte bloß eine Erklärung machen. Ich möchte keine eidesstattliche Versicherung jetzt abschließen. So. Achso, beim ja, hallo südesmeraldisches Fernsehen, hier sind immer noch Klacksköpfe von Philips Gaming. The world best channel on YouTube With in. double P. Ja, the world best channel on YouTube. Ja. Gaming mit I, nicht Y, also. Das wäre auch mal eine Idee. Hallo. Ja, und heute wollen wir mal unsere kleinen Schminktipps ausprobieren bei Gaming. Okay, so, mein. Ach, guck mal, wir können uns heute erstmal die Inneneinrichtung dieses LKWs anschauen. So, hier vorne haben wir eine Hula-Hoop-Menschenfigürchen. Und daneben liegt ein angefressenes Toastbrot. Also, das müssen wir unbedingt wegräumen beim nächsten Mal, weil so geht das nämlich nicht. Hast du schon das neue Prinzessinnen-DLC? Auf jeden Bei. Fall brauchen wir mehr Pink hier in diesem. Ey, Dann Philipp! ansonsten, hallo. Philipp! Was lacht ihr schon mit Lachen? So, und auf jeden Fall müssen wir die Bullen aus diesem Auto jetzt rausholen und für 91% Schaden, die sind auch voll ungesund von dem LKW. Du bist da gerade erst losgefahren. Und 93%. Mein Anhänger hat schon 74. Wenn der 100% hat, dann macht es Pum und dann explodiert das Öl. Philipp, kennst du schon da. Kennst du schon das neue DLC bei Trey? Ah, hier ist Philipp! Nee, da war Philipp. Ja. Mich mal an. Kommt da gerade einer raus? Ich hab gerade E gedrückt zum Bremsen, auf einmal kommt da jemand raus. Ihr habt die Erlaubnis, mich anzustupsen. Huch! Du hast ja den Stein hier. Lässt sich noch irgendeiner abschleppen? Na, ich? Ja, dann warte ich. Ich fahre jetzt in Hamburg nämlich los. Okay. Hoffentlich bin ich eher da. Ich krieg noch Schaden, du bist wie ein Stein. Okay, da lass es lieber. You're like a stone on my heart. Alter, ja. Hol mich mit dem Wichser. Ey, sorry, scheiße. Irre dumm. Ich bin dem jetzt links, der wollte mich als links überholen, ne? Das macht man nicht in der Stadt. Bin ich da hinten reingefahren, der ist nach rechts weggezogen so. Und gegen eine Laterne. Hat sich gleich abschleppen lassen, der Junge. Und ich hab schon mal 30% Schaden. Oh, wie kriegt der das immer hin? Das ist meine. Noch. Noch. Ich denke mal, wir kommen heute nicht mehr an. Das bezweifle ich auch. Ich will ankommen. Ich auch. Ich muss auch bloß bis Mannheim, hab ich ein Glück. Fährt aus der Werkstatt raus und baut erstmal einen Massencrash. 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 Wir sind ja gerade in Hamburg, da muss ich ja so reden. Ich komme hier bei Philips Norddeutsch. Das machst du. Norddeutsch. Ich habe mich schon wieder überschlagen. Aber ich bin auf allen Vieren gelandet. Alter, ich kann nicht lenken und bremsen. Bist du schon auf der Autobahn, Philipp? Ja, hab schon mal 22% Schaden. Oh, gerade war noch 13. Ah, da ist er ja. Ich komme sehr schnell auf dich zu. So, wollen wir mal Wetten abschließen? Was hat mein Anhänger jetzt wie viel Prozent? 90. Carsten? Ich hab's nicht gesehen. Na, was denkst du, wie viel Prozent? Keine Ahnung, bestimmt 80 oder so. 84. Also Carsten Gut. Mehr dran. Herzlichen Glückwunsch, dafür bekommst du keine Pay-Safe-Karte. War das eigentlich mit der.
In Wert von 0 Euro oder was? Ey, nicht schon wieder umkippen! Ist das mit der Gewinn alles schon klar? Hä? Das ist schon ausgelost, der Gewinn. Dazu sein. Wie ist denn das eigentlich mit der Verteilung von dem Geld? Ist das? Verteilung von dem Geld. Zahlst du das alles? Ich bin doch im Geldklauen. Achso, das ist vom Kanal. Oh Gott, die machen uns arm, Leute. Nicht alles. Das war deine Idee. Oh Gott. Du hast gesagt, vielleicht noch was anderes. Vielleicht gibt's T-Shirts oder so. Ich hab doch keine T-Shirts. Muss mal drucken. Wir haben doch jetzt ein 10% auf den Store da. Ja, 5. Was, 5 nur? Gottes Willen. Diese Vorteile. Wie spart haben wir's denn? Hallo Philipp. Guck mal, wie gut ich hier geparkt habe. Dann machen wir den rückwärts irgendwas. Aber da hat er gar nicht gepiepst. Ich hab gestanden. Mal sehen. Ah ja. Ich weiß. Das schaut doch gut aus. Ich glaube, weil die kleinen YouTuber, kleinen Zuschauer hier das nicht sehen können, lasse ich mal das Navi an. Die kleinen YouTuber? Welche kleinen Zuschauer? Tust du zwischen große und kleine Zuschauer unterscheiden? Sag mal, Cedric, hast du eigentlich mit einem UFO-Mann zu tun? Ja. Krass. Kennst du den? Ja, den kenne ich eigentlich schon lange, aber der kennt uns nicht. Vor allem, der kennt auch einen Berliner, das ist lustig, weil mit dem haben wir neulich wieder... Der wohnt ja zufälligerweise in Berlin. Mit denen mache ich auch ein LPT. Berliner? Mit einem UFO-Mann mache ich LPT Fragmented. Krass. Aber der ist ziemlich korrekt, ey. Ja, das ist wirklich richtig cool. Den würde ich auch gerne mal was machen. Aber das ist geil. Ich habe den jetzt öfters eigentlich sogar unter Kommentaren gesehen von anderen YouTubern, die ich noch gucke. Lustig. Na, langsam gehören wir zum Nachwuchs. Zum Nachwuchs. Wusstest du jetzt nicht, was du sagen sollst? Stars One Spiel, bei dem hat er auch kommentiert. Mal, hab's gesehen. Na, warten wir gerade auf Cedric. Dahin kommt er doch, oder? Oh, das ist meine. Wie alt ist denn der eigentlich? Weißt du das? Ja. Über 50. Boah. Hm. doch kein Nachwuchs. Ja, klar, da ist aber. Na, wenn du zurückbackst, dann muss ich ausweichen. Warte mal, warum habe ich denn jetzt meine. Kann ich denn oben meine Lampe ausmachen? Mit O. Packe. Wird nicht besser. Weil ich meine Blinklampe habe. Achso, okay. Soll ich die mal ausmachen? Ja, bitte. Egal, woher kommt es erstmal. Es blinkt noch mehr. Warte. Sieht voll schön aus an der Wand. Philipp, hast du überhaupt schon mein Kennzeichen gesehen? Nee. Na ja, fahr ich mal kurz vor dich. Ja, guck mal, komm. Ich hab's nicht so eine Sichtweise, wo ich vorne. Ach, genau. Warte, ich hab jetzt meine Sichtweise ganz von vorne. Du musst näher kommen. Gib überhaupt noch raus. Philipp, wie sieht's eigentlich auch mit Livestream? Was soll denn da was? MW. Mit der neuen Wohnung. Also ich hab 100%. Ich hab 100%. Abgeschleppt, wenn wir uns abschleppen müssen. Ich fahr noch. Was kriegt man denn für 10% dafür Erfahrung raus? Mein. Ich brauch die EP. Dein Anhänger hat 10%? Ja. Mein hat 98. Vorne hat 15. Ach, fahr mir noch mehr. Ich kann das nicht steuern. Du fährst das Auto immer so. Na, ich kann noch fahren, aber maximal 5 km/h. Wenn ihr das für Unfälle baut, dann haben wir. Der Cedric! Was? Du bist mir hinten drauf gefahren! Du warst gebremst! Hab ich nicht! Du hast gesagt, ich soll näher rankommen, dass ich Kennzeichen lesen kann. Er fährt relativ weit rechts. Mr. Kall. Mr. Kall. Philipp, fahr mal links. Stör den mal.
Bei dir macht's eh nichts aus. Den lass ich nicht wohl, den lass ich nicht wohl. Den lass ich nicht wohl. Ach du Scheiße. Wer liebt? Ich fahr mal noch so provokant in den Reihen. Oh, Scheiße. Nee, klappt doch nicht mit provokant reinfahren, der ist schon weg. Könnte eventuell mein erster Unfall sein? Nee, ist er nicht. Mein Anhänger hat 99%, mein Führer ist 83. Aber ich habe auch noch 442 Kilometer so fahren, das schaffe ich. Dass du hier noch gemeldet wirst, Philipp. Wegen was? Keine Ahnung, wegen. Ist das ein Queefing, ist das? Oder? Ramming. 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 Sorry, I'm Rambo. Sorry. Ramming und Blocking. Hey, warum hat man denn bei 15% schon Motorfehlfunktion? Was soll denn das? Man hat sogar schon bei 1% Schaden Motorfehlfunktion. Oh, mein Motorfehl. Wie viele Kilometer hab ich denn noch? 994. Oh. 427, also ich schaff das noch. Danach steige ich aufs Auto um. Also ihr seid mir viel zu lustig im Fahren. Ja, wo bist denn du? Passt das zu deinem Kanalkonzept? Nein. Eigentlich nicht. Deswegen gibt's noch Dislikes bei uns, ne? Gut möglich. Wir machen nur noch Simulationsspieler. Wirklich, die mag keiner. Aber alle im Singleplayer. Um 15 Nein, Uhr. Guck mal, 18 Uhr habe ich extra mal gefüllt mit Stars Forn. Ja. Wird aber von auch fremden Leuten. Fremden Leuten, ja, von Berliner. Das ist ganz cool. Ja, weil wir es selber nicht schaffen, unser eigenes Team ein bisschen zu aktivieren. du willst das ja nicht spielen. Ja, aber das ist auch immer was, mit anderen YouTubern was zu machen. Das ist ja cool. Ja, ist ja in Ordnung. Ich sage ja gar nichts dagegen. Ich sag bloß, ja, dass wir unser eigenes Team nicht aktivieren können. Wenn wir noch so Pete Smith ins Boot holen, dann bringt das doch was für die bestimmt. Wir geben den kleinen Abschluss. Für die wird das. Also wir geben wenn wir mal Pete Smith mitmachen, ne, dann bringt das was zu dir, nicht für uns. Ein kleiner Abo. Ja, da bist du dann auch mal Special Guest bei TTT, ja? Das wäre doch was. Trouble in Tippentown. Die hatten doch einen Hardy-Ersatz, oder? Ja, Dalukart. Wer ist denn das? Oh, da ist dann ja offiziell aus, oder? Nee, ja, da ist noch nicht offiziell. Öfters da. Dachte ich. Wir wollten aber Tabletop-Simulator spielen. Ja, wollten wir. Ja, das hab ich mit Daniel probiert, hab ich mit Uwe probiert, beide Aufnahmen sind verschwunden. Wie kommt das bloß? Hat Philipp da zufälligerweise verloren? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das war echt lustig sogar, aber die sind kaputt gegangen halt, die Aufnahmen. Weil Fraps wollte nicht. Fraps, wer nimmt denn heutzutage noch mit Fraps auf? Ich. Wollt ihr mich verarschen? So ein professioneller Kanal nimmt nur mit Fraps auf? Hey, das ist OBS bei mir, da bräuchte ich einen zweiten Bildschirm am besten dafür, das hab ich aber nicht. Ich hab auch keinen zweiten Bildschirm, das funktioniert perfekt. Aber Fraps macht relativ hohe Auflösung. Ich weiß nicht, ob... Na, OBS, da brauchst du das nicht mehr rendern. Ja, ich rendere das sowieso nochmal. Wie groß sind denn so die Videodateien? Ja, stimmt, ihr braucht dann noch ein Intro, was er davor schneidet. Tut das gar nicht nochmal verändern. Wissen aber ich hab das angewöhnt, mein Fraps zu aufzunehmen. Ich hab noch nie was anderes genommen eigentlich. Ich hab zurzeit kein Renderprogramm. Mach Camtasia, da hab ich einen Trick, wie er unbegrenzt Laufzeit kriegt. Das ist legal. Ich benutze Magix. Ich hab das nicht gehackt, das ist vollkommen legal. Magix kann ich auch noch weiterempfehlen. Egal, ja richtig. Das ist legal und mir egal. Mit dir egal vielleicht. Aber Magix hast du gekauft, das ist viel zu teuer. Nein, für mich, ich brauch das. Ja, für 100 Euro jedes Jahr eine neue Version. Nicht jedes Jahr, alle 2 Jahre. Mein Bruder geht nicht mehr an. Ich heiß gar nicht mehr an. Soll ich dich schieben? Komm. Ich hab grad ein anderes Problem. Niedriger Tankfüllstand steht bei mir. Mit dem Auto? Mit dem Auto oder fährst du lassen? Ja, mit dem Auto, ja. Wo seid ihr gerade? Na, ich fahr euch immer noch hinterher. Aber das hat doch ewig gehalten eigentlich. Wir sind jetzt unter Hannover. Wie, du fährst denn hinterher? Ich hab's ewig schon nicht mehr gesehen. Ja, ich und ja. Wir sind südlich von Hannover. Kleinen Moment. Warum ist man denn mit 84 in Rot? Ich bin gerade an Hannover vorbei. Wie steht der denn? Um 1. Also müsstet ihr ja fast da sein bei euch. Versteht wahrhaftig, ey. Puh.
Cedric, muss dir vorstellen, der hat gerade mit einem Rücklicht gestanden, also so vertikal. Okay. Ich muss niesen. Ja, ich bin da auch gerade vorbeigefahren. Was? Wenn wir das mit dem Uwe durchziehen, was er vorgeschlagen hat. Alter Vater. Ah ja, ja, vorne sind sie doch. Was hat denn der vorgeschlagen? Ja, Trunken LP. Trunk? Hä? Also wie leid? So. Nein, irgendwas, aber halt sauber. Aber Trinkspiele ist immer schön. Hallo! Was ist los mit deinem Motor? Motorfehlproblem. Vorne ist eine Tankstelle, da warte ich mal auf euch. Ja, bis mir da sind, hat er dreimal vollgetankt. Das wollen wir mal sehen. Ach nee, morgen kommt Wohnungsbesichtigung. Ja, aber gestern auch schon. Ich finde die von gestern cool, da habe ich Schule in der Nähe. Nein, nicht an die Tanksäule, nein! Ich die Wohnung nicht angucken soll alles. Und die, ich würde die nehmen. Ach, die mit diesen runden Fenstern in der Küche ist auch nicht mehr so schlecht, die ich mir angucke. So weit weg, das sind in der Stadt. Die von gestern war auch nicht so schlecht. Ja, die. Aber die hat keinen Balkon. Ja, und du brauchst ja keinen Balkon. Ja, doch, Balkon ist schon geil. Balkon ist schon was Schönes. Boah. Oder liegst du so schön zentral mit der Wohnung? Schwer ist. Was ich mal da ein bisschen stört, ist im Wohnzimmer sozusagen, du kommst an der einen Seite rein, dann geht die Tür in die eine Seite auf, na gut, es geht durch diese komische Ecke. Diese Ecke, die du sozusagen in dem Wohnzimmer hast. Mhm. Also was ist das Problem? Ja, ich weiß nicht, es sieht komisch aus, aber ich muss mir morgen erstmal die anderen Wohnungen gucken. Mhm. Aber da hast du eine coole Kirche gehabt. Das Problem ist... Philipp zieht wo um? Ja, ich will, ja. Das Problem ist, wenn ich mir zu viele angucke, kann ich mich gar nicht mehr entscheiden. Ich kann mir jetzt schon kaum entscheiden, welche ich angucken will. Ja, was hast du noch zur Auswahl dann? Ja, ich nehme ja vier. Das sind die zwei, wo ich erstmal hingeschrieben habe. Hast du noch ein paar in der Stadt? Nee. Nee? Absolut in Chemnitz City. Ja. Kann ich dann besoffen zum Philipp wanken? Da lege ich mich dann auf seine Couch. Na, bis ich mal zu Hause bin, das dauert ja ewig. Geradeaus, ne? Ja. Weiche Spur? Ja. Linken? Ja. Motorfehlfunktion, was soll denn das? Ich hab doch nur 15%. Ach, die fahren in falsche Richtung. Ach, schon wieder, was? Hä? Hab ich noch mehr Prozent bekommen? Hallo, hallo! Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Wie laut hast du das Spiel? Es geht, Philipp hat geredet. Ja, aber trotzdem. Das hat nichts mit dem Spiel Sound zu tun. Ja, aber was ist lauter, du hast nicht ganz verstanden. Ach so, wegen dem Echo, das hat gerade übelst gedröhnt. Echo? Ja, Echolot. Wenn ich jetzt über Funk rede, da ist das auch sehr echofiert. Boah, Philipp, was machst du denn? Na, Motor kaputt. Alto Belly, jetzt habe ich wieder 1% Schaden. Ey, wo bist du denn da reingefahren? Die Karre geht nicht mehr an. Guck mal, da haben wir wenigstens eine Mautstelle, die mir. Mautstelle, ein Blitzer, den wir mit guter Geschwindigkeit durchfahren haben. Ja, schön. Danke, Philipp. Endlich mal Geld gespart. Philipp, wir bremsen aus. Wollte auch ausgebremst werden? Na komm, runter. Ich wusste es! Ich wusste es! Ich hab, steht denn der da? Hoffentlich habe ich dir noch mehr Schaden gemacht. 85%. Ja, juhu! Mein Anhänger ist mittlerweile 100 jetzt. Du bist gerade ganz schön nach hinten gedeckt. So nebeneinander macht Ruhe nicht so viel Sinn. Ich wollte ja überholen. Level auch nicht. Ich will bei meinen 10% bleiben. Okay. Seht das eigentlich schon als Abschleppen, wenn ich jetzt Wandlinge lauern habe und ich einen kaputten Anhänger abschleppe? Stimmt. Na, woran sieht man, dass der kaputt ist? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Explosion.
explodiert da. Guck mal, da läuft Öl aus. Das ist NS-Öl. What the fuck, das ist schon wieder gemacht. Na, da läuft Öl aus. Überschlag, ja. Wie bei dem A380, mit dem ich nach Singapur fliegen sollte. Ja, heute können wir leider nicht fliegen, aus unserem Triebwerk läuft Öl. Guck mal, Philipp, der heißt Philipp. Twitch TV Philipp. Ist ein Admin. 1212563, jetzt lass mich 5er Philips Gaming, ja? Cheater. Dieter. Dieter oder Cheater? Nein, Cheater. Das Z in Philipp steht für Dieter, das weiß doch jeder. Ich weiß nur, wo ich hinfahren würde, weil Motor fehlt funktioniert. Das K in Philipp steht für Kompetenz. Ey, das. Das N steht für Rassismus. Nee. Wir können mal anfangen, das passt auf. Das P steht für Professionalität. Oh, ja. Philipp, was fährst du langsam hier hoch, ey? Das H steht für homosexuell, hetero. Okay. Humorvoll. Harmonisch angebaut. Humorvoll. Humorvoll. So, das I steht für Intelligenz. Intellektuell. Also, okay. Das L steht für lecker. Lecker vor allen Dingen. Liebhaberig. Genau, Das I steht für, da haben wir unsere Intelligenz. Bleiben wir dabei. Und jetzt haben wir noch zwei Ps. Insolvenz. Zur Potenz. Genau. Und dann haben wir noch ein P. Das andere P ist dann der Pool. Fuck. Pole. Uwaga. Wisst ihr, was Uwaga auf Polnisch heißt? Also nein. Heißt Achtung, Uwaga. Ich weiß, was Verspätung auf Chinesisch heißt. Das S. Weißt du das auch, Philipp? Was ver. Nee, ich denke mir einfach meinen Namen nicht, Philipps. Philipp, weißt du, was Verspätung auf Chinesisch heißt? Nee, Deutsche Bar. Ja, Deutsche Bar. Geht nicht mehr an, ich koche, ne? Adding useless traffic parking at Rotterdam. Europort ist verbitten. Hä? Warum darf er nicht Rotterdam parken? Weil wahrscheinlich dort wieder wie der Irren Stau ist. Und die tun dort jeden, der dort mit dem Stau steht, wieder kicken für eine halbe Stunde. Der dort im Stau steht? Warum? Ja, weil manche wirklich nur aus Spaß dort einen Stau veranstalten. Weil das wirklich. Aber warum nicht gerade in Rotterdam? Weil dort Europort ist ja der Hafen, wo die ganzen Laster verschifft werden. Ja. Und der ist der stärkst besuchteste Ort auf dem Euro 2. Also, wenn du da bist, sind immer 40 plus in deiner Nähe. Brauch ich nicht hin, ich bin bis 20 plus. Also, ich meine jetzt von der Anzahl, nicht vom Alter. Verstört. Bleibt mir. Mein Motor ist schon mal kaputt. Ja, ich bin gerade nicht mehr auf der Karte. Frankfurt am Main kann ich mir abschleppen lassen. Ich stehe gerade, mein Motor geht nicht mehr an. Ich fahr mal weiter, vielleicht kann der Cedric mich einholen. Na, ich weiß ja. Ich lass mich jetzt nach Frankfurt abschleppen. Frankfurt? Fahr ich nach Frankfurt vorbei. Oh, hallo Philipp! Wie kann man aus der Karte rauszoomen? Mit F5. Gut. Das ist südlich von uns, Frankfurt. Ja, Frankfurt fahr ich noch vorbei. Kommt hier. Ich mach ständig mein Auto kaputt damit, Kolonne. Weil ich denke, ich kann da ein bisschen, ja. What the fuck, man? Good idea. Jetzt fahr ich an der nördlichen Autobahneinfahrt von Frankfurt vorbei. Philipp, wie weit bist du noch? Übrigens, ich fahre irgendwelche Russen auf. Tja, Rassetassen fährt gerade an mir vorbei. Rassetassen? Moin, moin! Mit denen sind wir gestartet oben. Da war er am Hafen. Ja? Ja. Der fährt gerade ohne Trailer an mir vorbei. Ich fahr zu der südlichen Einfahrt von Frankfurt. Okay. Tell me, my friend. Hello. Hello, you are from? Oh, Flughafen. Ist mir egal, wer eure
on now are you on YouTube? Hello. Hello, Philips YouTube. Gaming, der beste YouTube-Channel der Welt. Visit us on Facebook and Twitter. And on YouTube natürlich. Twitter ist nichts los. Doch, klar, jeden Tag wird da was getwittert. Achso, ja. Ich, Sie sind aufgestiegen auf Level 38. Cool. Alter. Oh, Geschwindigkeitsübergrenzung. Alles klar. Ich bin jetzt gleich bei der südlichen Einfahrt von Frankfurt. Wo seid denn ihr? An der südlichen Einfahrt von Frankfurt. Warte mal kurz dort. Ich fahre da gerade 50 hinter einen, der 50 fährt. Ja, bin schon vorbei. Ja, ich muss ja dann in Mannheim, bin ich eh fertig. Kannst du weiter fahren? Na, ich sehe dich auf dem Radar. Was ist ein Radar? Auf dem Radar. Rad ab. Ich mach schon mal die Bahn frei hier für dich. Die fahren jetzt alle links. Weißt du, warum eine Leitplanke hilft? Philipp. Ah, ich wusste es. Hier, Cedric, guckst du eigentlich auch manchmal richtigen LKW-YouTubern zu? Also. Ja. Ja, zum Beispiel Sascha vernünftig, ja. Genau. Der sieht es geil. Der guck ich immer gerne. Was machen die? Sascha vernünftig, oh, der regt sich bei jedem Scheiß auf, der aber wirklich richtiger Scheiß ist, weil die Leute fahren einfach wie die Deppen. Halt oh, das sein, kann ich immer machen. Wie sein Truck immer automatisch bremst, irgendwas. Den wir gerade überholt haben, der ist vor mir mit einer 50 auf der Autobahn gefahren. Klingt ja so kaputt. Höchstwahrscheinlich. Guck mal, da ist der Cedric neben uns. Ich musste dann irgendwo abbiegen, ne? Nee, verpassen. Magst dir. Guck mal, da steht was in der Einhöhe, hast du das gerade gesehen, den Punkt? Nee, ich hab's nicht gesehen, wo. Da steht mitten am Feld! Mitten im Wald! Echt? Ja, den hat's bestimmt rausgeschossen über die Karte. Ich zoome noch mal kurz raus. Den seh ich nicht. Dann sind wir schon vorbei, den seh ich auch nicht mehr. Das war jetzt auch ein bisschen knapp, Philipp. Warte, lass dich nicht abschleppen, ich will ein Bild machen. Noch nicht abschleppen lassen, Philipp. Wie geil ist das denn? Und F12. Wie oft hab ich mich abgeschleppt? Aber ich hab diesmal nach Mannheim abgeschleppt. Ja, wir sind ja auch vor den Toren von Mannheim. Ja, ich fahr grad schon bei Mannheim danach zur Landtür. Soll ich mal warten bei Mannheim? Nö, ich würde bis maximal 22 Uhr eigentlich halt aufnehmen wollen. Wie spät haben wir's denn? Oh, hey, bist du da? So. Nicht geradeaus. So. Wie kommt die Motte in meinen Raum? Wo ist das Fenster? Da ist ein Fliegengitter drin und das ist gekippt. War eine schlaue Motte. Alter. Was macht die Motte hier? Nee, das ist auch noch so eine Einfahrt hier. Möpfe, Junge. Ey, Alter, hau jetzt ab hier, ey, ich muss hier rein. Ach, halt's Maul. Halt's Maul, du Bastard. Ey, Philipp, musst du heute richtig einstecken. Ich bin aggressiv, die Fahrer hier. Der Vorstand, der Sascha könnte hier so ein Lautsprecher geben. Alter, ein Tag, das funktioniert, ne? Wir gucken mal Philipp bei meinem Parken zu. Das ist bestimmt lustig. Wegmann von Ransbacke. Die Ransbacke, ey. Ich hab doch Potter. Nein, wir ja. Bei mir kam ja auch eine Folge und die hieß Rebellen in Mannheim. Mehr Jung, Frau, Mann. Echt
Brücken, was ich dieses Jahr in Mannheim gesehen habe. Ich war dieses Jahr zum Fasching in Mannheim. Zum Straßenfasching. Ich glaube, irgendjemand hat ihr Gesichtsfasching, so wie die reden. Hast du schon mal Auftrag erfüllt, rücksichtslos bekommen? Nein. Was? 100%. Guck mal, neben mir steht ein Druckbehälter. Abzug für Schäden, minus 219. 1000? Erfahrung, minus 7000. Was? Es gibt da Minus-Erfahrung? Nee, gesamtes Müll. Aber es würde halt minus 7000 geben. Wie lange dauern so ungefähr 450 Kilometer zu fahren? Keine Ahnung, aber ich würde jetzt eigentlich spielen wieder fahren, ich würde es nicht noch länger öffnen wollen. Ja, aber ich will noch zu Ende fahren vielleicht. Aber ich weiß nicht, ob 10% sich noch lohnt von der Erfahrung her. Ja. Ja? Ja. Au. Jetzt kannst du doch mal mein Nummernschild lesen, Philipp. Nö. Wo kann ich denn ein Auto herkriegen eigentlich? Das hast du bei jedem Werkstatthändler. So rum. LKW. Also wenn ich vorhin die Werkstatt vor, kriege ich das oder was? LKW. LKW-Händler. Ich will wenigstens noch einmal kurz Auto fahren. Das ist ein sehr komisches Gefühl, wenn du das erste Mal fährst. Haha, da ist mal gegen die Laterne gefahren, jetzt habe ich voll drauf. Ich bin gegen die Hänge gefahren. WTF. Abgelenkt. Mein Motor ist schon noch kaputt. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Der Motor ist kaputt, ich bleibe stehen. Au. Also bei mir ist reicht, dass ich das mit aufnehmen. Gut, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei drückst du den Verkehrsraudis. Ah, ich wünsche euch allen auch noch allen einen wunderschönen Tag. Denn Eis. Warte mal. Alter, ich moderiere gerade ab. Ich glaube, erstmal reingefahren. Der will Stress, ja. Ja, der will wirklich Stress. Oh, sorry. Oh, das war's. Okay, ja, Eurotrack Simulator. Vielleicht dann wieder mit Cedric, wenn er Lust hat. Au. Ich denke, das wird lustig. Wenn die Leute uns noch leiden können. Tschüss. Ciao, ciao. Darfst du ein bisschen ohne Tschüss sagen? Nö. Schaut beim Cedric vorbei. Link in der Videobeschreibung. Ja, Link war nicht mal dabei. Alles andere schön. Verdammt. Na dann. Ciao, ciao. Komm raus, wenn man bei YouTube Cedric eingibt. Hat er als Anlauf genommen? Gibt's einen Cedric? Eine Woche aktiv. Cedric Photography meinst du? Nein, da ist nur Cedric. Ach so. Ah, der hat mich kopiert. Der hat dich kopiert. Wie der mich anfährt. Na gut, dann ciao, ciao.